Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Robocraft. Hier sehen wir meinen aktuellen Panzer. Aber der hatte ja ein paar kleine Fehler gehabt. Und zwar, ich konnte ja nicht vernünftig fahren. Da ist er ab und zu mal hängen geblieben. Und ich schätze mal, dass. Ah, warte, erstmal M drücken. Oder mittlere Maustaste. Weil, ich schätze mal, der hier schleift, wenn man hier guckt, ganz leicht hier am Boden. Und weil der Boden nicht so 100% eben ist, schleift er auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht, dann setze ich den mal hier hin. Da ist das, glaube ich, ein bisschen besser geschützt alles. Besser verteidigt und gleichzeitig habe ich eine mögliche Störquelle beseitigt. So, dann habe ich mir gedacht, ich tue mal hier die komplette Reihe entfernen. Da habe ich auch eine mögliche Störquelle beseitigt. Gut. Dann machen wir eine kurze Testfahrt. Testrobot hier. Ja, fühlt sich auf jeden Fall definitiv direkter an. Gut. Das ist sehr gut. Ein paar haben von euch gefragt, ob ich den Roboter da jetzt zum Vermieten anbiete. Weil ich mal gucken, wenn ich damit 100% zufrieden bin. Stunt. Wenn ich damit 100% zufrieden bin, werde ich das mal machen. Aber vorerst, ja, gucken wir mal. Na, lade doch. Gucken, haben wir genug Geld? Ich hoffe mal schon. Ja, wir haben genug Geld. Wir haben 1.000 über 2 Millionen. Ja. Wollte mal, warte. Weiß nicht, wie es ist, ob da jetzt ein Platz ersetzt. Darum nehmen wir jetzt erstmal hier so einen leeren Platz. Hat er genommen, ja. Dann mieten wir irgendeinen Roboter. Irgendeinen billigen zum Testen. Ja, ich sag irgendein billigen, sind alles so teuer. Oh, der ist ganz okay. Warte. Ich will nicht so einen Schrottroboter. Okay, dann gucken. Ayusor, bist du sicher, dass du einen Roboter mieten willst? Dann mieten wir den jetzt. Jetzt will ich gerne wissen, wie ist das? Ist das zeitbegrenzt oder habe ich das für Dauer gemietet? So, jetzt haben wir mal in der Garage. Okay, den haben wir gemietet. Okay, man mietet direkt für eine Woche. Boah, sieht das Ding kacke aus. Das erinnert mich an meinen Roboter damals, weil ich gebaut habe. Habe ich braunes Stück oder so genannt. So, da kann ich ja deleten. Da kann ich einen Roboter kaufen. Okay, da kann ich ihn kaufen. Da habe ich ihn für immer. Aber ich habe ja gemietet. Da kann ich dann nochmal mieten anscheinend. Würde aber jetzt wenig Sinn bringen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt. Genau, ob das jetzt auf 7 Tage wieder aufstockt, würde jetzt weniger Sinn ergeben. Oder ob das jetzt auf 14 Tage macht. Warte, ich opfer meine RP, um zu testen. Weil ich schätze mal, der erfüllt das. Okay, dann mach weitere 7 Tage. Das ist gut. Jetzt habe ich 14 Tage lang einen Schrottroboter gemietet. Und das Schlimmste ist, der Typ, der es gebaut hat, kriegt jetzt von mir Geld. Weil ich das gemietet habe. Ja, weil ich das richtig verstanden habe, weil. Wenn ich jetzt meinen Roboter vermieten will, Upload-Robot, dann muss ich ja Geld bezahlen. Beziehungsweise, nee, da muss ich ja das Geld bezahlen. Wie sind das denn? 100.000, 10.000, 140.000 anscheinend. Ja. Auch eine neue Brille. 140.000 und, jedes Mal, wenn einer sich mietet, muss er so viel bezahlen. Und das Geld kriege ich dann. Wenn ich richtig verstanden habe. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr es findet. Warte, es ist. So, ich schätze mal, wenn ich das hochlade, ist der Roboter jetzt so fertig,
Und wenn ich hier was ändere, wird er beim hochgeladenen Roboter nicht übernommen. Und weil ich damit nicht 100% zufrieden bin und noch was machen will, werde ich das nicht erstmal nicht hochladen. Erstmal werde ich kämpfen. Und ja. Ich meine, der Roboter kann jetzt besser fahren. Das habe ich jetzt auch auf jeden Fall gefixt. Da kann man aber bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten verbessern. Also 100% fertig ist er definitiv nicht. Und wenn ich damit halbwegs zufrieden bin, wo ich sage, ja, damit kann man gut gewinnen, gut kämpfen, dann tue ich das zur Vermietung stellen. Dann könnt ihr meinen Roboter mieten, wenn ihr möchtet. Mal schauen. Aber wenn ich damit fertig bin und sage, das ist gut, vermiete ich das. Ich baue jetzt wieder einen grünen Button rein, wenn es zu lang dauert. Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Minuten dauern würde, grüner Button klicken, überspringt er hier die Wartezeit. Wenn ich mit dem Roboter zufrieden bin, tue ich das online stellen und tue dann nicht weiterbauen, sondern baue auf einem neuen Garagenplatz weiter. Beziehungsweise wäre mal interessant, ob der doch eventuell Änderungen übernimmt, aber es wäre eigentlich unfair für den Kunden, weil ich baue was, vermiete es und dann baue ich da einen Schrott dahin und dann sagen dann viele, ey, da war vorher besser und jetzt kann ich das nicht umändern. Wahrscheinlich wird das so eins und eins, kann man nicht mehr ändern. Ne? Und so weiter. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich warte die ganze Zeit. So. Dauert das ein bisschen länger. Ne, ihr habt keinen Button zum Überspringen. Die 1,5 Minuten Wartezeit habt ihr ausgehalten. Habt ihr überlebt? Ich habe da auch ein bisschen geredet. Bisschen Blödsinn, aber egal. Mal gucken, wie heißen die Spieler hier? Hen aus Gaming. Das ist ein Gegner, okay. Meine Kollegen. Robo 1, das ist schon mal sehr vertrauenswürdig, wenn der den Roboter nicht umbenannt hat. Wir haben einen Sunny, wo ist der? Sunny? Da ist der Sunny. Ah, komm, ich fahr. Ach, einer hat da wegen Übertaktung geschrieben, dass man Plus und Minus nur in der Test-Ding jetzt machen kann. Dass man halt, wenn man testet, dass man halt gucken kann, wie wenn man overclockt hat, wie es sich jetzt verhält. War eigentlich logisch. Ich war nur am Anfang ein bisschen verwirrt. Ich so, wie? Oh, plus, minus, overclock, höher, niedriger. Boah, ich treffe gar nichts. Komm, und krieg ich's kaputt. Jo, Level up, also beziehungsweise OC. Overclocking. So. Immer schön hier erst die Reihe kaputt schießen. So, jetzt muss die andere Reihe kaputt geschossen werden. Der Kollege weiß das anscheinend nicht, dass man die Reihe hier kaputt schießen muss. So. Ups. Egal wie gut mein Fahrzeug ist, wenn ich nicht fahren kann, dann macht das keinen Sinn. So. So, wie fahre ich? Ich fahre so irgendwie, aber ich fahre eher hier gegen die Wand. Boah, Junge, will er mich hier verarschen? Hasse ich manchmal. Ich fand die Fahrphysik damals viel, 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 viel besser. Aber irgendwie haben die das umgeändert und seitdem. So, das machen meine Kollegen. Ich habe gedacht, einer nimmt das ein. Das ist auch so dumm. Der kann ja auch da rausschießen, ne? Anstatt der. Ich wurde markiert. Ich muss raus. Ich muss weg. Okay, ich muss frontal drauf. Den fällt nicht mit dem. SMG.
Ah, scheiße. Haben wir einen Sunny in der Nähe? Oh Gott. Gott, was hat der denn gebaut? So, der Fusion Tower wird... Aua! Dann fahr ich mal dazu. Die Gegner, meine Kollegen, die einfach nicht markieren wollen. Ah, scheiße. Ja, den krieg ich kaputt. Scheiße, natürlich. Hätte erst auf den Sunny drauf sollen. Aber ich hab gedacht, ich krieg den auch schnell genug kaputt. Na gucken. Ich hab 2 Kills gemacht. Okay, die haben auch 2 Kills gemacht. Aber trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, ich mach die meiste Arbeit. Ich hab zumindest die meisten Punkte. Da den meisten Damage gemacht. Und habe ich aber auch trotzdem die meisten. So, wenn mein Teamkollegen. Ah, stirbt doch. Stirb, stirb. Das ist, glaube ich, da hängen. Scheiße, natürlich. Tut er mich mit seinem letzten Scheiß geschützter killen. Und ich bleib natürlich da hängen und die eine Hälfte der Geschütze können. Kann nicht mehr reden. Eine Hälfte der Geschütze können nicht mal effektiv drauf schießen. Danny folgt mir. Wir müssen dahin. Weil da müssen wir den Turm einnehmen. Den. Komm mit, komm mit. Links halten, Junge! Ja, natürlich. Natürlich ist es sinnvoll, alle zusammen, aber so einen Turm zu fahren, der schon eh eingenommen wurde, ist sinnfrei, finde ich. Da können wir ein, zwei hinschicken zu verteidigen, aber nicht alle. Mehr Energie auf Angriff. So, jetzt habe ich, jetzt muss ich natürlich fähig genug sein, andere Seite zu fahren. Ist der Feind? Ah, da oben. Einer ist, glaube ich, close bei mir. Nee.
Boah, den krieg ich doch kaputt. Boah, ich hasse das. Overdruck bleibt mein Team, das macht mein Team. Okay, der macht halbwegs was Vernünftiges. Mal gucken, TP, ja, wo ist er denn? Der ist anscheinend down. So, Top Fusion Tower, also der hier, ist under attack. Müssen wir natürlich versuchen zu verteidigen. Erstmal in Sand, ganz wichtig. Weil Sunny kann anscheinend keiner reparieren. Ich glaube, die haben nur einen Sunny, ne? Ja. Oh Scheiße, Sunny kann er wegfliegen. Komm, ich krieg ihn noch kaputt. Ja, klar. Komm, Sunny, was machst du? Ich will jetzt auf den Berg fliegen und dann hier auf Escape drücken und dann sagen, respawn. Oder er schafft es irgendwie zur Base zu fliegen und sich reparieren zu lassen. Ah, naja, das ist eher easy kill für ihn jetzt zum Beispiel. Ah, komm, du schaffst das. So, er hat es geschafft. Und keiner markiert natürlich. Zwei schießen auf ihn, aber keiner markiert. Ist ja nicht so, dass die anderen Kollegen dann sehen könnten, wo der Gegner ist und dann mitschießen. Nein. So. So. Ich wurde markiert. Voll die Schweinerei. Komm, stürz ab. Yippie. Irgendeiner setzt sich hier auf. Aber keiner von uns. Da? Komm, Middle Fusion Tower, also hier. Und zwei. Das ist gut. Ich versuche den einzunehmen. Beziehungsweise. Mach den kaputt. Ohne markiert. Aber nimm doch ein hier. Your middle fusion tower is under attack. Egal. Komm, der schafft das schon. Das war hinten die Leiste. Beischießen.
Na gut. Die eine Leiste habe ich freigeschossen. Das heißt, wenn jetzt... Oh, der macht das schon. Wenn die eine Leiste kaputt geschossen ist, die daneben, dann ist er komplette Schüchtling weg, was man nicht wegschießen muss. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil gegen den Gegner zu schießen, wenn das Feld noch aktiv ist, war sinnfrei, weil der hat sich eh schneller repariert, als ich ihn killen konnte. Quasi. Ja, ich weiß nicht, was der da oben gemacht hat. Er hat irgendwie nicht geschafft, das Ding da drin zu machen. Entweder war er schon ganz kaputt oder einfach nur unfähig. Eins von beiden müsste es sein. So. Anstatt der eine Kollege da reinfährt und ein Ding repariert wird. Obwohl es auch gut. Wenn Sunny repariert, kriegt der Level ab. Scheiße. Komm. Aha. So, und jetzt kann ich eigentlich respawn machen. Ah, das war ja nicht der Sunny, der Glück gab. Wäre es der Sunny gewesen, dann... Wäre es kacke gewesen, wenn ich es vorhin gemacht habe. Wo ist der Sunny überhaupt? Ja, der Sunny ist am anderen Ende der Welt, also... Und down. Das ist eine gute Idee, dass ich es vorhin gemacht habe. Ach nee. Der Sunny. Unser Reaktor ist under attack und der Kollege, der guckt nicht mal, er fährt einfach weg. Und der interessiert sich auch nicht, dass unser Hauptgebäude attackiert wird. Haben wir überhaupt Headsets auf und hören, dass da unser Plutonium-Reaktor under attack ist? Ah, jetzt kommen die auf die Idee, ja. Obwohl, ne, ich fahre lieber noch nach vorne, ist mir egal, wir verlieren. Ja, ich bleib mal hier hängen. Warum sollte ich da kaputt machen? Bah! Ist da noch einer? Nee, ne? Boah, sind die... Ah. Komm, wer? Wo? Da hinten. Komm, ich krieg den nicht, den einen. Aua. Lass mich durch. Nein. Wir können locker gewinnen, wenn ihr mal vernünftig spielt. Ah, wenn der Fahrzeug nicht hängen bleiben würde. So, das Lustige ist... Da ist ja ungefähr ein Fünftel von Plutonium-Reaktor von Gegner kaputt. Das ein Fünftel, was kaputt ist, ist nur wegen mir. All quasi von mir. So. Ja, wir hatten noch ein, zwei Flugzeuge, ne? Wir hatten zwei, drei... Wir haben drei fliegende Fahrzeuge. Warum kümmert sich keiner um den hier auf dem Berg, der vorhin war? Oder hat sich jetzt einer... Warum ist der überhaupt AFK? Was soll das? Wenn man das Spiel spielt, dann sollte man sicher sein, dass man die nächsten 10, 20 Minuten Zeit hat.
Weil kann man nicht sagen, ach, mein Bus fährt in 10 Minuten, aber ich spiele mal noch eine Runde. Weil so kommt man das vor. Ich spiele bei Counter-Strike auch keine Matchmaking-Runde, wenn ich weiß, ah, in 20 Minuten will ich los. Weil der PC ist nicht abgekackt oder der hat keinen Disconnect, weil sonst will er halt Disconnect haben und Spiel vom Spiel rausfliegen. Aber er und ich, wir sind so die fast die einzigen, die was machen. Alle anderen sind so mehr so, oh, ist mir egal, ich verliere. Ja. Naja, guck mal, ich habe insgesamt 16.000 Damage ausgeteilt. Das ist ein bisschen übertrieben. So. 1.800 Punkte. Der hatte ein bisschen mehr. Konnte er fliegen? Ne, er konnte nicht fliegen. Aber er hat auch mehr Kills gemacht, okay. Weniger Damage ausgeteilt, aber mehr Kills gemacht. Ja, anscheinend hatte er einfach mehr Glück gehabt. Der Sunny war wahrscheinlich die ganze Zeit hinter ihnen und keine Ahnung. Der war immer mit denen allen zusammen unterwegs. Darum konnte er effektiver kämpfen. Aber eine große Gruppe ist auch relativ sinnfrei. Man muss, glaube ich, am besten so auch zwei Gruppen machen. Einer geht mehr von Süden, einer vom Norden. Und dann geht das Team, wo weniger los ist bei denen, dann Richtung Mitte. Oder wenn beide alle Türme erobert sind, dann gehen alle einfach zur Gegnerbase und dann gewonnen. Naja, könnt gerne ein paar Kommentare da lassen. Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Halt in den Kommentaren schreiben, wie ihr hier den aktuellen Roboter findet. Was ihr anders hättet gemacht, was ihr anders hättet machen würdet. Mein Sprachzentrum ist kaputt. Ich sag dann einfach Tschüss und auf Wiedersehen.